So, moin moin, ich habe erstmal ein paar gute Nachrichten. Das Nachrufvideo von David Hein über Bud Spencer ist nun wieder freigegeben. Es ist also nicht mehr gesperrt. David Hein schrieb dazu auf Twitter, das Bud Spencer Video ist wieder verfügbar. Besten Dank an Studio 71 dafür. Jetzt fliege ich aber erstmal aus Tokio, ich komme. So, und die zweite gute Nachricht hat nun auch etwas mit Studio 71 zu tun. Das Video von dieser Flash ist nun auch nicht mehr durch Studio 71 geclaimed. Er schrieb dazu auf Twitter, Breaking. Studio 71 hat nach Einspruch den Claim entfernt und mir somit Recht gegeben, @HerrNewsTime. Was diese beiden Beispiele nun gezeigt haben, ist, dass wenn man sich gegen ungerechtfertigte und unberechtigte Claims und Sperrungen wehrt, dann kann man auch auf dieser Plattform seine Rechte durchsetzen. Und nebenbei bemerkt, ist es auch schön, mal wieder etwas Gutes über Studio 71 sagen zu dürfen. Wenn die jetzt noch die Sache mit Bluefish Productions gut klären, dann gibt es nicht nur einen Win der Woche. Okay, kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Der YouTuber Mr. Pepperoni, oder wie er heute heißt, FilmSelect, hat ein Video mit dem Titel Robert Hofmann kopiert meine Formate gemacht. Das Video ging über 16 fucking Minuten und ich versuche das mal ein bisschen kürzer zusammenzufassen. Mr. Pepperoni vom Kanal FilmSelect hat in seinem Video Robert Hofmann dafür kritisiert, dass er, wie es auch im Titel steht, angeblich Formate kopiert und geklaut haben soll. Seine Begründung ist, bei ihm läuft es ja jetzt gut, er hätte ja jetzt über 8000 Abonnenten gemacht und Robert Hofmann hat nur über 5000 Abonnenten im letzten Monat gemacht und deswegen kopiert er seine Formate. FilmSelect packt mehrere Trailer hintereinander und gibt dann dazu noch seinen Senf ab und inwieweit das nun innovativ ist, sei mal dahingestellt. Ich habe ein intellektuelles Problem, wenn es darum geht, jemanden öffentlich zu zerreißen, jemanden öffentlich zu kritisieren und dadurch auch zu schaden und das alles nur für ein wenig Werbung. Ein massenkonformer oder vielleicht auch ein Mainstream-YouTuber kritisiert einen anderen Mainstream-YouTuber, dass er seine Formate klaut. Wenn die Formate jetzt irgendeinen innovativen Mehrwert haben, dann kann man sicherlich darüber sprechen, inwieweit man so etwas auch markenrechtlich schützen kann. Nur was Mr. Pepperoni oder wie er heute heißt FilmSelect macht, ist ganz normaler Durchschnitts-YouTube-Content. Wenn er damit durchkommt, dann könnte ich mich auch hinstellen und sagen, Drama Alert und Scares haben von mir das Format geklaut, denn die haben nach mir angefangen, YouTube-News zu machen. Und Mr. Trashpack könnte sich dann hinstellen und mir verbieten, YouTube-News zu machen, weil er ja YouTube-News macht. Und er ja auch nur der Einzige sein darf, der YouTube-News macht. Genauso absurd ist das. Im Jahre 2006 gab es das allererste Let's Play. Und mit dieser Rechtfertigungskette wären alle Let's Player, die es gibt, allesamt Plagiatoren. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe nicht das Gefühl, dass es FilmSelect um die Sache geht. Ich glaube vielmehr, er möchte Robert Hofmann provozieren, um dann durch diese Provokation seinen Kanal weiter wachsen zu lassen. Offensichtlich hat er gerade gesehen, dass Beef-Content in Mode gekommen ist und auf dieser Hype-Train wollte er höchstwahrscheinlich nun selbst aufspringen. Wenn man das nur aus der Sicht der Unterhaltung sieht, dann gibt es Leute, denen gefällt das, dann gibt es Leute, denen gefällt das nicht. Nur was das Ganze eben nicht ist, das Ganze ist kein wirklicher Streit. Hier wurden fragwürdige Gründe genommen, um sich selber ins Gespräch zu bringen. Und in dem Fall wollte ich mich an dem Diskurs, der in den Kommentaren entsteht, ganz direkt auch einmal beteiligen. Und ich wollte mal ein Experiment machen. Wenn ihr meine Ansicht teilt, dann könnt ihr dem Video einen Daumen hoch geben. Wenn ihr das aber anders seht, dann gebt dem Video einen Daumen runter. Okay, ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.